Hallo, ihr lieben Leute da draußen. Juhu. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 4. Ja, in der letzten Folge haben wir ja die Mission der Blutrubin gemacht und ich bin froh, dass wir diese Mission endlich hinter uns haben. Es war sehr, sehr, sehr actionreich und in der vorletzten Mission, glaube ich, haben wir sogar das große Vor von... Also eines der Forts von Pagan Min erledigt. Und nun habe ich mir gedacht, okay, wenn es schon keine weiteren Missionen gibt, dann mache ich hier einfach mal ein paar Kyrat Fashion Week Missionen. Und ziehe endlich los und töte Gulo, den seltenen Honigdachs. Dann machen wir das mal. Wir müssen schnell zuschlagen und ihn erledigen, solange er abgelenkt ist. Mr. Chiffon, ich habe dein neuestes Design. Es ist... Atemberaubend? Sensationell? Es sieht aus wie eine Tasche aus einem Honigdachs. Seltener Honigdachs. Der wildeste. Ja, ich weiß, alle kennen die Gerüchte. Die sind brutal und denen ist alles egal. Ich könnte fortfahren, doch ich lasse es. Das ist passé. Aus der Mode. Geh einfach da raus und erlege den Dachs. Das habe ich komplett vergessen, mir Spritzen auch zu kaufen. Sehr blöd. Aber jetzt habe ich wenigstens zwei Spritzen. Vielleicht finden wir unterwegs noch ein paar grüne Blätter, die wir einsammeln. Dann kann ich nämlich noch eine Spritze herstellen. So. Aber anscheinend nicht. So, da ist einer tot. Okay. So. Erledige Gulo mit einem leichten Maschinengewehr. Interessant. Wo ist er denn, der Gulo? Okay, scheint ein ziemlich wild gewordener Honigdachs zu sein. Wenn der hier schon Soldaten tötet, dann... Oh. Da ist er. So. Ja, was war denn daran so schwer, Mensch? Verstehe ich nicht, was die Leute alle haben. Ich brauche Hilfe! Der war doch ganz leicht zu erledigen. Was ist mit euch? Ihr tut so, als wäre das ein ziemlich wild gewordener. So. So, jetzt nehme ich wieder meinen schönen Dingens, meinen schönen, Ja, gut, dass ich nicht gerade in der Nähe stand, ne? War gut irgendwie. So, ich plündere die einfach mal. Bevor der Wagen da auch noch explodiert, gehe ich da lieber mal weg. So, Herstellung. Was können wir damit herstellen? Den Köderbeutel können wir somit herstellen. Das heißt, wir brauchen nur noch das Feld des schwarzen Teufels und für den Munitionsbeutel das Feld des Schattenleoparden und das Feld des Geisterbären. Bei Sprengstofftasche sind wir leider noch nicht weit gekommen. Da haben wir bis jetzt nur eine. Da fehlen uns leider noch die Schneeleoparden. Aber ich denke mal, die werden wir sicher auch noch irgendwie kriegen. So, eine RPG ist tatsächlich hier verfügbar. Eine RPG. So, das will ich gleich mal nachfüllen. Körperpanzer kaufen.
Heilspritzen, wir haben ja genug Kohle. So, und ja, was haben wir denn da jetzt alles freigeschalten? Ja, ein Raketenwerfer, genau. Den Raketenwerfer. Da habe ich mir auch schon eben gedacht, wann wird der endlich freigeschalten? Der Raketenwerfer, genau. Und da ist, glaube ich, noch ein verbesserter Raketenwerfer, glaube ich. Das dürfte ein verbesserter sein. Das ist eher so die Anfangsversion davon. Glaube ich zumindest. Und das ist dann eben die bessere, die stärkere Variante. Und den Flammenwerfer können wir leider noch nicht holen. Schade eigentlich. Aber das werden wir irgendwann auch noch können. Weil, ja, wenn wir mehrere Missionen machen, dann wird das ja hoffentlich möglich sein. So, ich gucke jetzt einfach mal, wo wir da noch überall eine Kyrat Fashion Week haben, die wir noch machen können. Nirgendwo mehr. Sehe ich das richtig? Wir haben nirgendwo mehr eine Kyrat Fashion Week im Moment. Das ist ja sehr, sehr eigenartig. Aber gut, ich würde mal sagen, was ist das? Geiselrettung. Jagdkontrolle. Kontrolliere diese Aufgabe. Die Tierpopulation für den goldenen Pfad. Okay, ich reise einmal dorthin. Und dann schauen wir mal, was wir da alles machen können. Ich finde es so schade, dass wir jetzt im Moment keine weiteren Missionen haben, keine Story-Missionen. Das finde ich ein bisschen eigenartig. Muss ich hier wirklich zuerst mal ein paar Dingens machen, ein paar Nebenmissionen, dass neue Hauptaufgaben freigeschaltet werden? Oder was ist hier los? Kann mir bitte jemand helfen? Eine offene Einladung. Ich möchte meine offene Einladung für alle Bewohner von Tirta und die der umliegenden Dörfer ausweiten. Wann immer ihr Kritik oder Bedenken bezüglich meiner Politik oder der Vorgehensweise meiner Männer bei der Royal Army habt, kommt zu mir. Meine Türen stehen euch immer offen. Ihr findet mich in der Stadt der Schmerzen. Was den Verstand dir als Wahrheit zeigt, das wird dein Leben sein. Paul de Bleu. Okay. Weiß nicht, du bist zu weit. Kann mir denn keiner helfen? Oh, Moment mal. Da haben wir noch ein Propagandaposter. Bitte, so hilf mir doch jemand. Ich kenne dich. Du gehörst zu Sabal. Du kannst mir helfen. Schön, bla, bla, bla. Was ist denn los? So. Ich höre denen jetzt gar nicht mehr zu, weil das interessiert mich eigentlich gar nicht, das Gelaber. Es interessiert mich nur die Aufgabe. Besuche Rabi Ray Rana für Propagandazentrum Aufgaben. Ach, gucke mal, den kann man selbst besuchen, um sich solche Aufgaben zu holen, oder was? Was dann? Erreiche die Geiseln. Okay. Erreiche die Geiseln. So. Haben wir noch eine Truhe, die machen wir natürlich gleich auf. Hä? Hä? Ich will die Truhe haben. So. Ah ja, und hier geht's rauf. So. Gleich mal da raufklettern hier, ne? So, also, wir besuchen Ruby Ray Rana anscheinend. Oh, scheiße. Der ist aber nicht hin. Hoppala! So. Besuchen wir erstmal Rabi Ray Rana anscheinend. Habe ich so das Gefühl, zumindest war das das Symbol, glaube ich, was ich gerade aufgenommen habe. So, ich weiß nicht, warum mich der Typ da voll labern wollte, aber ja. So, ach nee, das war eine Geiselmission. Ach du Scheiße, ich dachte, das wäre das Symbol für Rabi Ray Rana gewesen. Scheiße. Okay, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich hätte den Typen vielleicht noch zuhören sollen.
Alter Vater, und ich denke mir da, wir laufen zum Zentrum von Ruby Ray Rana. Verdammte Scheiße, jetzt muss ich Geiseln retten. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber gut. Was soll's. Ich versuch's einfach mal. Vielleicht habe ich ja Glück. So. Okay. Da ist auch noch einer. Da ist einer drin. Okay. So, perfekt. Wir haben alle Geiseln befreit. Das ist ja schon mal sehr schön. Wahnsinn, wir haben es geschafft. So, dich befreie ich mal. Ich lebe. Geh in den Keller. Dort wirst du sicher etwas Nützliches finden. Und du bist auch noch befreit hier. Danke. Hol dir doch gerne etwas aus unserem Keller. Na klar doch. Ich bediene mich gerade eh selbstständig. So. Wunderbar, jetzt haben wir die befreit. So, die wollten da anscheinend alles anzünden. Gerade, dass wir noch richtig kamen. Hey Jay, ich hoffe es ist okay, aber ich habe mir die Freiheit genommen, dir einen neuen Anzug schneidern zu lassen. Wenn das alles vorbei ist und du über Kyrat herrschst, brauchst einen anderen Look als Jeans und gottverdammte Turnschuhe, mein Junge. Und diese Jacke, ich will gar nicht damit anfangen. Wozu um alles in der Welt brauchst du so viele Taschen? Was hast du denn da drin? Fleisch? Das wird wohl sein. Ich schreibe dem Schneider eine Notiz. AJs Jacke, Fleischtaschen mit Reißverschluss. Perfekt. Gut, ich will dich nicht länger aufhalten. Jo. Der Typ ist ja ein bisschen bescheuert, ne? Bisschen eigenartig ist er halt schon. So, wo ist denn da die dritte Kiste? Wo ist denn die? Die sehe ich gar nicht. Aha, da ist also der Keller. Das ist der Keller hier, ne? Hoho. Ja, da ist sie. Da ist die Kiste. So, jetzt haben wir das mal. So, haben wir da noch irgendwas zu lesen? Nein. Natürlich nicht. Schade. So, ich hätte gern ein bisschen was gelesen. So. Normalerweise bin ich ja nicht so der Lesemeister, aber im Grunde jetzt habe ich so das Gefühl, dass ich unbedingt was lesen muss. Denn jetzt, wo ich die Geiseln befreit habe, darf man sich mal kurz hinsetzen und ein bisschen was zu lesen. So, gut, jetzt haben wir das mal erledigt. Ich würde mal sagen, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Ruby Ray Rana, und ich hoffe mal, dass ich diesen Punkt diesmal finde. Scheint nämlich nicht leicht zu sein, den Punkt zu finden. Ich weiß nicht genau, wo der ist. Aber irgendwo hat der seinen Standort. Ah, hier! Propagandazentrum. Haha. Wir sind also so ziemlich in der Nähe. Aber wie gesagt, wir sehen uns beim Propagandazentrum. Und bis dahin, Freunde, macht's gut und tschüssikowski.